In den kommenden Tagen bzw. Wochen werden wir es noch zunehmend mit einer sehr, sehr warmen bis heißen Lage zu tun haben. Ja, und danach könnte dann doch ein möglicher Absturz kommen. Aber wir haben auch in der nächsten Woche dann noch große Unsicherheiten, was die Hitze angeht. Bleibt die Hitze oder geht die Hitze? Da schauen wir am Ende dieses Videos nochmal drauf. Wir gehen dann jetzt auch direkt eigentlich mal rein und wir schauen uns jetzt mal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe an oder eher gesagt die Luftmasse. Das ist jetzt hier die Luftmasse für den 31.8., also für den morgigen Samstag. Und da sehen wir dann doch verbreitet sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen in 1500 Metern Höhe bis zur Mitte vorankommt. Dann doch Werte von teilweise 15 bis 20 Grad, die hier berechnet werden. Auch im Alpenraum teilweise an die 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Am 1.9., am Sonntag, wölbt sich diese Wärme bzw. Hitze dann noch weiter wohl Richtung Osten und wird dann die Osthälfte wohl Richtung Westen und wird die Westhälfte dann weiter überqueren mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 16 bis 17 Grad, an den Alpen auch an die 20 Grad in 1500 Metern Höhe. Also es wird da doch sehr, sehr warm bis heiß werden. Und dann Richtung Montag lassen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe allmählich nach. Vor allem im Alpenraum sind dann doch schwere Gewitter und Unwetter möglich. Aber auch im Westen könnten dann doch heftige Gewitter bzw. Unwetter aufkommen. Aber so würden wir dann hier noch in der Westhälfte oder fast in ganz Deutschland, ausgeschlossen der äußerste Nordosten, Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 15 und 18 Grad bekommen. Schauen wir uns dann noch den Dienstag an und da bewegt sich die Wärme bzw. Hitze langsam wieder Richtung Osten, wird den Osten dann doch überqueren und weiterhin erreichen mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 15 und 19 Grad. Richtung Westen könnte eventuell eine Kaltfront aufkommen mit kühleren Temperaturen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Hier vom 31.8. vom Samstag jetzt mal das Wetter und vielleicht an den Alpen, über den Mittelgebirgen und im Westen einzelne heftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial mit dabei. Und die Cape-Werte, die sind dann auch deutlich erhöht, die erreichen dann doch Werte, die dann Richtung 2.000, 3.000 Joule pro Kilogramm gehen würden. Aber die Frage ist, wird das Cape genutzt? Da liegt nach jetzigem Stand noch ein relativ straffer Deckel drauf, der das Ganze dann wohl eher deckeln würde und dann eher zu nicht so heftigen Auslösen kommen würde es dann. Schauen wir uns dann jetzt mal die Temperaturen in 2 Metern Höhe an vom Samstag und die erreichen dann auch wieder in der Westhälfte Richtung NRW 27 oder 28 Grad. Am Oberrhein bzw. Rhein-Main-Gebiet und Stuttgarter Raum würden wir Temperaturen von über 30 Grad bekommen. Also es würde dann doch sehr, sehr verbreitet, sehr, sehr warm bis heiß werden. Also da würde es dann doch wieder relativ schwül werden und im Norden nicht ganz so heiß mit Temperaturen zwischen 19 und maximal 25 Grad. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze hier für den Montag an, anhand drei verschiedener Wettermodelle, in diesem Fall am Anfang das GFS-Modell. Und das sieht dann hier im Westen noch teils heftige Schauer und Gewitter, die dann hier reinkommen sollen, zum Beispiel nach NRW, die könnten dann wohl auch mal relativ heftig ausfallen. Aber auch in Baden-Württemberg, Richtung Schwäbische Alb, Richtung Stuttgarter Raum, Richtung Oberrhein, Richtung Rheingraben, würden wir auch teilweise sehr, sehr kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial bekommen. Und das ECMWF-Modell auf der anderen Seite rechnet dann auch heftige Schauer und Gewitter hier im Westen und Südwesten, teilweise auch in der gesamten Südhälfte, die dann hier reinkommen soll mit Starkregen, Hagel bzw. und Sturmböen. Unwettergefahr ist erhöht und auch das Apersch-Modell sieht dann hier im Westen und Süden teilweise diese sehr, sehr heftigen Schauer und Gewitter mit einem enormen Unwetterpotenzial. Die Temperaturen, die steigen auch wieder deutlich an. Nicht nur heiß wird es dann an diesem Tag werden, sondern auch sehr, sehr schwül. Wir haben es dann doch mit sehr, sehr hohen Taupunkten zu tun. Die schauen wir uns ein bisschen genauer an, wenn es dann jetzt auch soweit ist. Aber man sieht dann doch hier verbreitet im Westen und Südwesten Temperaturen von über 30 Grad an die 32, 33 Grad kann es wohl schon rangehen. Aber Richtung Nord- und Ostseeküste nicht ganz so heiß mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Aber sonst in Deutschland werden wir einen sehr, sehr sommerlichen Tag bekommen mit Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad. Schauen wir uns dann die Cape-Werte dazu jetzt an und die Cape-Werte sind dann doch deutlich erhöht.
am Montag, vor allem in der großen West- und Südhälfte, gehen die Cape-Werte an die 1500, vielleicht auch 2000 Joule pro Kilogramm. Und am Dienstag hätten wir weiterhin im Westen dann wohl kräftige Schauer und Gewitter mit einem Unwetterpotenzial, das dann vorhanden wäre. Richtung Osthälfte würden sich die Cape-Werte dann wohl eher abkapseln. Und man sieht das jetzt hier sehr, sehr gut an den Cape-Werten, werden die dann auch weiterhin in der Süd- und Westhälfte doch erhöht. Jetzt schauen wir uns noch die Höchstwerte vom 3.9. an und am 3.9. auch noch verbreitet sehr, sehr warm bis heiß. Aber da ist dann doch noch so eine Zone Richtung Frankreich oder Richtung Belgien, Richtung Nordfrankreich, wo wir nur 23 Grad bekommen würden. Aber bei uns in Deutschland werden wir schon die 32, 33 Grad knacken. Verbreitet würden wir dann Temperaturen zwischen oder werden wir dann Temperaturen zwischen 24 und 33 und maximal auch 34 Grad bekommen. Schauen wir uns die Niederschlagssignale oder die Niederschlagsmengen an bis zum 3.9. Nee, nicht 3.9., 9.9. Sorry, ich merke es gerade, ich habe es hier vergessen zu ändern. Aber wir schauen uns jetzt die Niederschlagsmengen mal an bis zum 9.9. Und da kommt dann doch vor allem in der Westhälfte Richtung NRW was runter. Auch an den Alpen wird dann doch aktuell relativ viel Niederschlag berechnet. Aber man kann hier sehen, dass die Gewitter bzw. Unwetter doch sehr, sehr örtlich nur auftreten werden. Also das mit den genauesten Niederschlagsmengen, wo die wann runterkommen werden, müssen wir uns in den nächsten Videos nochmal anschauen. Jetzt habe ich noch meine Gewitterkarte oder die Unwettergefahrenkarte vorbereitet. Das ist die Unwettergefahr jetzt in diesem Fall von Sonntag bis Dienstag. Und da werden wir dann doch vom Nordwesten bis hin in den Südwesten und Süden dann ein erhöhtes Gewitter- bzw. Unwetterpotenzial haben. Hier muss man dann doch mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen rechnen. Teilweise könnten diese Gewitter auch mal etwas heftiger ausfallen. Da kann es dann doch aus Eimern schütten, Überflutungen werden nicht hier ganz ausgeschlossen. Denn aktuell haben wir kaum Windscherung. Die Zellen werden nach jetzigem Stand sich kaum voranbewegen, sondern werden eher an Ort und Stelle verbleiben. Jetzt habe ich ja gesagt, wir schauen mal auf Unterschiede, die uns danach beschäftigen könnten. Und in diesem Fall haben wir hier dann Unterschiede. Einmal hier die Großwetterlagenkarte nach dem ECM-Werftmodell. Da hätten wir eine sehr, sehr warme bis heiße Südwestströmung weiterhin mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann hier vorhanden wären, von an die 20 Grad oder 15 bis 20 Grad in der Südwesthälfte von Deutschland. Dazu auch noch ein paar Tiefs und das würde dann relativ schwül werden. Und auf der anderen Seite haben wir hier das GFS-Modell, das einen Kaltlufttropfen über Nordeuropa sieht, also Richtung Ostsee, würde es dann wohl sehr, sehr kühle Temperaturen nach Deutschland geführt werden, mit Werten, die dann von unter 10 Grad in 1500 Metern Höhe liegen würden. Also es wäre dann doch eine relativ kühle Geschichte. Zum Schluss wollen wir uns jetzt noch die Ensembles anschauen. Hier für den Norden jetzt als allererstes. Die rote Linie ist das langjährige Mittel der letzten 30 Jahre. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Und die ganzen Läufe finden wir hier in bunt. Und unten sehen wir die Niederschlagssignale. Und da sehen wir nämlich hier in diesem Fall jetzt für den Norden, also in diesem Fall für Wismar, eher meist überdurchschnittliche Temperaturen bis stark überdurchschnittlichen Temperaturen. Und da sehen wir auch weiterhin sehr, sehr viele Ausreißer, die hier vorhanden sind. Einige Läufe gehen dann noch hoch bis an die 20 Grad weiterhin in 1500 Metern Höhe. Andere Läufe, zum Beispiel auch der Hauptlauf des GFS-Modells zum Ende des Feuersägezeitraums, stürzt dann doch weit ab und geht an die 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Dann hätten wir nämlich Herbst pur. Im Osten ähnliches Spiel, alles hier überdurchschnittlich. Und wir gehen auch hier zum Ende des Feuersägezeitraums wieder ans langjährige Mittel dran. Aber auch hier ist die Range extrem groß. Wir haben sehr, sehr viele Ausreißer, die nach oben mit dabei sind, aber auch einige, die nach unten mit dabei sind. Jetzt in diesem Fall für den Süden, auch hier die Ausreißer nach oben und nach unten sind vor allem zum Ende des Feuersägezeitraums extrem hoch. Aber auch hier gehen die Läufe dann doch weit nach unten zum Ende des Feuersägezeitraums. Der absolute Ausreißer hier ist nämlich der Hauptlauf des GFS-Modells. Der geht auch hier an die 0 Grad in 1500 Metern Höhe. Dazu sehr, sehr viele Niederschlagssignale. Also eine sehr, sehr wechselhafte Phase steht uns da bevor. Und zum Schluss schauen wir jetzt noch in den Westen, in diesem Fall nach Wuppertal. Hier alles überdurchschnittlich. Auch hier mit sehr, sehr vielen Niederschlagssignalen, vor allem zwischen dem 2. und 7. September müssen wir hier dann doch mit einer sehr, sehr nassen Phase in der Osthälfte rechnen. Also da kommt dann doch was in Sachen Niederschlag. Das war's mit diesem Update. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Gerne liken, abonnieren, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Werdet gerne Kanalmitglied.
Da genießt ihr dann Sondervorteile, aber das ist kein Muss. Auch wie gesagt, Spenden sind kein Muss. Ich würde mich halt drüber freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Vorhersage dann morgen wieder. Also haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.